Und weiter geht's hier bei StarCraft mit dem Vorspieler Dan. Jules ist heute nicht dabei. Vielleicht das nächste Mal. Wollen wir mal schauen. Ich muss hier den auf dieser Agrarkultur, auf diesem Agrarplaneten Agria, muss ich hier Verteidigungsmaßnahmen einleiten, um hier die Siedler rauszuretten. Und habe dementsprechend die ganze Straße mit Bunkern gesichert und mit Raketentürmen und habe auch noch mobile Truppen. Weil man sagt ja so, ach guck mal hier, gibt den Zerg keine Chance, außer wenn ich die Zerg spiele, dann schon. So, jetzt brauchen wir Versorgungsdepots. So, na gut. So, machen wir mal hier so die mobilen Trupps mal hier dazu. 1, 2, 3. Damit haben wir auch genug Supply. Ach, mach mal. Das ist so ein Haufen. So. Ja, dann haben wir doch überall noch mal ein bisschen was dazu. Da dürfte jetzt eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Truppen sind auch in der Warteschlange, also in der Bauschlange. Bauleiste. So. Ah, hier könnte ich mal den Overlord ausschalten. Der arrogante Overlord, ey, die gucken immer so voll auf mich herab. Commander, ein weiterer Konvoi macht sich gleich auf den Weg. Jawohl. Eskortieren Sie Kolonisten 20 von 50. Es dürfen keine 20 Kolonisten sterben. Ah, mir ist eben schon ein Transport kaputt gegangen. Das war ganz am Anfang. Lasst mich hier nicht verrotten. So. Zeit auszurücken. Dann lauft ihr mal dem Teil hinterher. Und dann geht das los. So. Gar kein Problem. Die Ärzte muss ich mal wegschicken hier. So viele Ärzte brauchen wir hier nicht. Hier sind zwei. Hier ist einer. So, 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 so. Ja, ich habe ja auch Elite-Truppen eingesetzt, Söldner. Für nichts und niemand. Los geht's. Jawohl. Muss ich mal schauen, wo habe ich die denn? Hier, das ist einer, ein Warpick. Der hat Schaden 9 und Panzerung 1 mit 85 Lebenspunkten. Und Space Marine hat Schaden 7, auch Panzerung 1, aber nur 55 Lebenspunkte. Der ist jetzt nur in geringem Maße besser als meine Space Marines. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass meine Space Marines ja, die sind ja schon upgegradet, ja, also die haben ja schon ihr Schild. Und dementsprechend sind die schon ganz gut. Man kann sich ja die Söldner hier reinholen über dieses Gebäude. Ich habe bis jetzt hier nur die Warpicks freigeschaltet und die bekomme ich noch nicht, ja? Nee. Die muss ich erst quasi anfordern. So. Ja, es läuft auch ganz gut, also wenn man die Level schon kennt, ist das alles nicht so dramatisch. Beim ersten Mal muss man da schon immer ein bisschen gucken. Wo wird angegriffen, wie wird angegriffen, reicht es für die Verteidigung so, reicht es nicht. Aber ich muss halt echt aufpassen, also wenn mir noch einer von den Konvois flöten geht, dann war es das für mich. Aber ich habe ja genug Truppen hier an diesen Bunkeranlagen stehen. Und ich habe noch mobile Truppen. Das ist wunderbar. Ah, komm, gib Gas, ey. Oh, die können schon mal zurücklaufen. Die können schon mal zurücklaufen. Hol da mal das Geld. Ja. Super. Das wird uns auf jeden Fall ordentlich Kohle einbringen. Also nochmal 100.000 drauf. Ich habe ja im letzten Einsatz schon ganz gut abgetradet hier, die Space Marines und so. Was ist das denn? Ein komisches Geräusch die ganze Zeit. So. Wo ist der Transporter? Der Transporter steht noch nicht mal da.
Worauf soll ich ballern? Naja. Sir, wir haben gerade Zerg-Organismen geortet, die in die obere Atmosphäre eindringen. Oh. Ich habe keine genauen Positionsdaten, aber sie sind auf dem Weg zu ihnen. Ja, ich habe sogar faule Arbeiter. Das ist ganz cool. Kommt noch was? Und hier kann man alle Einheiten auswählen. Auch cool. Kann's kaum noch erwarten. Schon nicht so beachtet. Ja, faule Arbeiten, die müssen wir. Ein weiterer Konvoi benötigt Geleitschutz, Commander. Faule Arbeiter muss ich ja haben. Weil ich ja drei Arbeiter abgestellt habe bei den Bunkern zum Reparieren. Und die werden mir natürlich auch als faule Arbeiter angezeigt. Worauf soll ich ballern, Sir? So, hier ist der nächste Konvoi. Ist das auch der letzte? Nee. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 gehen da rein. Dann macht das Ding mal voll. Also, na gut. Zwei Konvois muss ich auf jeden Fall noch durchkriegen. 11. Na gut. Kommt noch was? So. Alle da, es kann losgehen. Das ist noch ganz lustig, die Space Marines, ja, die hier mitlaufen aus der Station, die evakuieren sie ja auch gleich mit. Oh, es geht los. So, mal gucken, ist hier alles klar. Hier habe ich auf jeden Fall, wo ist mein. Da ist mein WWF, okay, ist da. Hier ist auch ein WWF, alles klar. Hier ist auch ein WWF, alles klar. Gut. Und jetzt werden die Angriffe auf jeden Fall stärker. Worauf soll ich ballern, Sir? Weil jetzt auch diese Landungsschiffe wieder reinkommen, die das dann alles nochmal verstärken. Boah, ich nehme hier einfach mal zwei raus und dann gibt es dann den Feuerfresser rein. Feuerfresser im Bunker, das war ja immer total geil beim ersten Fall. Und das ist hier ähnlich. Die Zergs sind durchgebrochen. Was haben wir jetzt hier? Kommt hier nochmal ein Angriff? Ja, das ist halt jetzt die Sache, ne? Warum sollten die Zerg halt die Zivilisten angreifen? Weil das sind ja eigentlich Bestien. Aber die Lösung des Rätsels ist ja, dass sie von der Königin der Klingen, sprich von der Kerrigan, geführt werden. Also wie früher im ersten Teil vom Overmind oder dann später von der Kerrigan. Weiterhin werden sie ja hier auch von der Kerrigan befehligt, die jetzt hier ihr mit Pauken und Trompeten zurückkommt auf die Bildfläche. Und ich denke mal, das soll sowas so, das soll die Menschen halt so ein bisschen schockieren und demoralisieren, dass halt hier ihre Verwandten und Freunde halt von den Zerg abgeschlachtet werden. Und natürlich ist dann die Welt ist dann frei und die Zerg können hier weiterhin ihre Truppen ausbilden und ihre Metamorphosen durchbringen. So, dann schauen wir doch. 41, so, das heißt, ich muss nur einen Konvoi kann's kaum noch erwarten. Muss ich durchbringen. Sammeln Sie die Kokons, habe ich abgeschlossen. Sir, ich orte gerade seismische Störungen, die sich auf Sie zubewegen. Es scheint sich um eine Art Tunnelgräberzerg zu handeln. Oh oh. Wunderbar. Damit auch ja keine Langeweile aufkommt. Mineralienfeld erschöpft. Oh, keine Minerals. Wir haben es fast geschafft, Commander. Ein weiterer Konvoi wird demnächst aufbrechen. Ja, so viele Arbeiter brauche ich ja nicht, dann schicke ich wenigstens nochmal drei hoch. Dann haben wir doppelt so viele Reparaturpower, falls jetzt nochmal so ein richtig harter Angriff kommt. Bereit machen, Jungs! So. Jetzt geht's rund! Und wo habe ich denn die schwächste Garnison? Hier. Geht klar! Ein bisschen Unterstützung brauchen wir immer. Worauf soll ich? Kommt noch was? Was soll das denn, ey? Könnt ihr könnt woanders hinschleimen. So, ich kann nochmal. Warpix kann ich nochmal holen.
Die sind schon ganz gut, also. Wahnsinn! Ist die Straße auch sicher? Na klar. Ich schätze, wir werden es herausfinden. Ja, ich finde es auch ganz interessant, dass, was ich alle interessant finde, ne? Mir ist aufgefallen, dass hier auch viele Gothic 1 Sprecher dabei sind. Oder Gothic 1, sagen wir mal, Gothic 1 bis Gothic 3. Auch zwar nur in Nebenrollen oder sowas, aber die sind auf jeden Fall dabei. Und das Schöne halt ist wirklich, dass die dann teilweise bei Gothic so relative Normalos genommen haben, die und gehofft haben, dass das funktioniert mit der Stimme. Und das hat auch funktioniert. Und die, das sieht man ja jetzt daran, dass die auch hier bei solchen großen Produktionen wie StarCraft einfach Rollen übernehmen dürfen. Also dieser Johnny Vermillion ist auf jeden Fall ein Sprecher von einem Zauberer aus Gothic. Jetzt hier dieser Arbeiter oder dieser Zivilist, der jetzt gerade gesprochen hat, das war ein Gothic-Sprecher. Das ist eine schöne Sache. Und es macht einem dann auch irgendwie immer so ein bisschen so, ach hier, der spricht da mit und so. Da hat man gleich so ein cooles Feeling. Ja, ein paar Leichensäcke. Glaube ich nicht, dass ich die brauche. Ah, die sind auch richtig geil. Diese Nidos-Würmer oder Nidos-Kanäle, die sind richtig top. Im Multiplayer nutze ich die auch ganz gerne. Einfach nur des Nidos willen. Um halt Gegner meine Einheiten durchzuschicken. Das ist schon eine coole Sache. Also ich kann ja dann damit meine Einheiten über die komplette Karte bewegen, ohne dass sie A gesehen und B angreifbar wären. Brauche ich Schleim? Nee, ich brauche keinen Schleim. Ich brauche keinen Schleim, um den zu setzen. So. Na gut, das müsste ja jetzt ausreichend sein. Und an dieser Stelle kann ich sagen, und wieder ein Level geschafft auf dem Weg zum Ruhm. Oh, ich habe sogar mehr gerettet. 53. Ah. Super. Das waren die letzten. Los, abheben. Jawohl. Wir haben die Kolonie verloren. Aber dank ihnen sind wenigstens meine Leute noch am Leben, Commander. Da sind wir ja noch rechtzeitig gekommen. So, und ich habe sogar noch einen Erfolg errungen. Kein Schritt zurück. Was war kein Schritt zurück? Schließen Sie die Evakuierung auf schwer ab, ohne ein Gebäude zu verlieren oder wieder zu verwerten. Ja, ist doch super. Alles klar, Leute. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Part von StarCraft Wings of Liberty und bis zum nächsten Mal. Ciao.